Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19, wieder von Rolf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja, um neue Schweine bemüht. Die haben wir jetzt soweit ja auch schon in unseren Stall gebracht. Und ich hatte ja auch eine kleine Abstimmung am Laufen. Wir gucken mal kurz hier rein. Jetzt haben wir insgesamt so ein paar Ferkel noch dazu. Die sind nur Deko, ich weiß. Ihr habt auch viele, viele Kommentare geschrieben und auch viele coole Tipps, auf die ich gleich noch näher genau eingehen werde. Und wir haben uns ein paar mehr Schweine gegönnt. Wir haben jetzt auf jeden Fall viele mehr Schweine und die müssen wir auf jeden Fall auch versorgen, wie ihr seht. Da kümmern wir uns heute auch drum. Und ihr habt entschieden, dass wir für diese, sagen wir mal, Aufträge hier, wir haben noch den Auftrag, wo wir 29.000 für kriegen, und ich habe auch schon den nächsten Auftrag ins Auge gefasst, da kriegen wir 44.000 für, wir nämlich dafür CP nutzen. Das heißt, hier fürs Dreschen und so weiter würden wir CP engagieren, und das mache ich jetzt auch. Das heißt, ich starte jetzt einfach hier am naheliegendsten Kurs. Ich habe auch einen Kurs soweit soweit eingestellt. Wir gucken uns den einmal gerade kurz an. Und ja, die Mehrheit war dafür. Wo ich geguckt habe, waren es, glaube ich, 81%. Ich denke mal, das ist eindeutig. Und das würden wir allerdings nur machen hier für die Aufträge. So, zack, einstellen. Dann kann er wieder dreschen, der Gute. So, in der Zeit, wo er am Dreschen ist, fahren wir mal kurz hier den Kipper wieder rüber. Und dann kümmern wir uns endlich um die Tiere, damit die auch ausreichend versorgt sind. Wir werden dann Schweinefutter reinpacken. Ihr habt auch als Tipp gegeben, vielen Dank dafür, dass man, dass 40.000 Liter dort hineinpassen. Und ich packe den jetzt einfach mal hier drüben. Und dass auf jeden Fall dort letztendlich dann auch dafür gesorgt werden kann, dass wir knapp 29.000 paar kaputte Rüben oder Kartoffeln reinpacken und den Rest mit Getreideschrott auffüllen. Das wäre so ungefähr die Rechnung gewesen. Wir können auch eigentlich mal kurz einen Kurs abfahren, ne? Warte mal. Das ist ja nicht weit hier. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Dann machen wir jetzt ein bisschen Kurs einfahren. Ich würde sagen, von da, dass er überall hier hinkommt. Ich würde sagen, hier ist der Start. Ach, jetzt habe ich hier das Ding wieder deaktiviert. Ich muss mal kurz hier einmal wieder aktivieren. Das war hier bei den Einstellungen, ne? Genau. So, das haben wir jetzt wieder eingeschaltet. So, dann würden wir jetzt sagen, hier abtanken und dreschen. Dann würden wir hier mit der Kursaufzeichnung beginnen. Das bedeutet, er würde jetzt quasi hier einen Kurs fahren. Das heißt, er würde einmal hier ums Feld rumfahren. Und würde dann dort hier zu dem Silo fahren, wo wir gerade herkommen. Also zu der Kornmühle. Und dann würde er dann hier rüber fahren. Ich fahre ein bisschen weiter raus. Gucken wir mal ein bisschen weiter aus hier. Und dann können wir den Kurs nämlich hier einfahren. Ich hoffe, der bleibt hier nicht hängen, weil das ist hier wirklich eng. Da muss ich jetzt wirklich genau reinfahren. So, wir fahren mal langsamer drüber. Abkippen tut er dann automatisch, wenn wir hier drüber kippen. Ich glaube, einen Haltepunkt brauchen wir nach wie vor immer noch nicht festlegen. So, und dann dreht er hier wieder und fährt dann wieder zum Feld zurück. Bremsen hier auch nochmal. Und dann fährt er hier quasi gerade wieder aufs Feld, ne, da haben wir so einen kleinen Kurs eingefahren. Das ist ja jetzt nicht schön eingefahren, ich weiß, hätte man auch anders machen können, aber ich sag mal, für die Zwecke, die wir hier haben, reicht das. Ich habe jetzt auch den Punkt gewählt, weil er natürlich auch da raus aufs Feld muss, nicht, dass er sich wieder hier ewig nicht dreht. Man kennt es ja manchmal. So, dann würde ich hier sagen, Stopp, dann speichern wir das Ganze mal. F12 abfahren Mühle. Das speichern wir einmal. Man kann natürlich auch Ordner anlegen. Will ich jetzt nicht. Wir machen mal Start am ersten Punkt. Wir suchen mal den Drescher kurz hier. Wir weisen den mal manuell zu. Nee, der ist es nicht. Das ist der hier. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Dann fährt er jetzt hier ab. Und wir können uns jetzt hier um unsere Schweine kümmern. Ach, guck mal, habt ihr gesehen? Da müssen wir auch noch weiter rüberfahren. Ihr habt auch was zu dem Kompost geschrieben, dass es nämlich mit der aktuellen Version jetzt auch möglich ist, Kompost hinten in unsere Obstgärten, die wir hier oben haben, die wir beim letzten Mal ja auch befüllt haben, hier jetzt auch
dann dort quasi auch Kompost einlagern können. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass wir erst ein Update machen, wenn es ein größeres Update gibt. Daran halte ich jetzt auch erstmal soweit fest. So, wir brauchen Schweinefutter, denn Schweinefutter haben wir schon hergestellt. Da steht zwar noch ein Big Bag, aber den will ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Und jetzt können wir hier dementsprechend runterfahren. Können Schweinefutter, guck mal, 28.000 Liter haben wir da drin. Das reicht erstmal locker. So, dann machen wir mal hier die Türen einmal auf und kümmern uns heute so ein bisschen um die Schweine. Und ich habe auch, hier haben wir auch schon wieder ein bisschen Mist drin. Da müssen wir auch mal ausmisten. Das können wir auch mal vielleicht noch in dieser Folge machen. Wir müssen auch einiges wieder zum Hofladen bringen. Ich habe auch so einige Ideen bezüglich des, er liegt gerade noch über, da kann ich einmal hier den Kompostwagen wegfahren. Wo ist er? Den Klaas, da ist er. Der ist nämlich fertig mit Kompostieren hier. Und klappen wir das Ding mal zu und fahren das weg. Dass wir den Fuhrpark vielleicht ein bisschen umstellen. Ich habe da auch die eine oder andere Idee. Und wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine neue Saatmaschine. Darum müssen wir uns auf jeden Fall auch noch kümmern. Also ihr seht und bekommt mit, hier ist auf jeden Fall richtig Bambule. Und immer was zu tun hier auf dem Hof. So, das ist ja die erste Folge heute von zwei. Um 15 Uhr gibt es noch eine weitere Folge. Und für alle die nicht genug bekommen hier, heute um 17 Uhr 2000 Abonnenten-Special. Das heißt, da geht's dann los. Warum hängt der jetzt da? Das frage ich mich jetzt auch wieder. Müssen wir mal gucken. Und da seid ihr auch natürlich auch recht herzlich eingeladen. Livestream startet um 17 Uhr. Folgender Plan. Wir werden dort letztendlich dann auch beginnen mit dem Fernbus-Simulator, ein bisschen zocken. Wieso fährt denn der jetzt so doof ab hier? Ach so, der ist blockiert. Eigentlich würde der jetzt abtanken. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Die Abfahrbreite, die ist jetzt nicht richtig. Ah ja. Heißt, der muss noch weiter nach links. Da müssen wir mal gucken, weil der nämlich hier so ein großes Rohr hat. Können wir das einstellen hier? Haltezeit unter. Oder er hat ihn jetzt einfach nur behindert, ne? Wahrscheinlich. So. Der wartet jetzt einfach. So, bis er voll ist. Ich denke mal, er stand einfach nur im Weg. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Schweinefutter ist aufgeladen. Ja, und zwar um 17 Uhr geht's los mit Fernbus-Simulator, so circa anderthalb Stunden. Danach werden wir eine Runde Cooking-Simulator spielen. Und es gibt auf jeden Fall echt coole Sachen, cooler Stuff. Es lohnt sich definitiv vorbeizuschauen, Leute. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. Und ich muss mal kurz die Abkipp-Seite ändern. Wir wollen nicht hinten, wir wollen Abkippseite links haben wir jetzt, ne? Super. So, jetzt fahren wir mal das Futter hier rein. So, gucken wir mal. Da haben wir Schweinefutter. Das kippen wir jetzt hier ein. Und dann packen wir das jetzt hier zu den Schweinen. Machen wir fix einen Screen. Zack. So. Das heißt, Futter für die Schweine. Ach, die haben jetzt gar nicht so viel gebraucht. Super, sind jetzt echt schon versorgt. Gucken wir mal. Joa. Schweinefutter. So, Soja oder Mais, ne? Aber dann nur für 70% Effektivität. Wir wollen aber 100. 3700 Liter haben wir jetzt hier drin. Das ist nicht so viel. Ein bisschen Stroh brauchen wir noch und ein bisschen Wasser. Dann haben wir das Ganze schon erledigt. So, den Mist müssen wir auch mal hier rauskarren. Ja, auf jeden Fall dann erstmal eine Runde Cooking Simulator bis so circa 20 Uhr. Und dann gibt es ab um 20 Uhr gibt es ein Special und zwar die große LS-Challenge. Da hat sich schon der eine oder andere angemeldet. Ihr könnt auch noch kurzfristig dann dort mit einsteigen. Und zwar, ja, werden wir auf meinem Server spielen. Und das heißt, da habe ich einen Server für euch eingerichtet. Und den können, da werden wir dann auch gemeinsam eine Runde zocken und werden so eine kleine Challenge machen. Oder ihr werdet euch da battlen. Dann vielleicht noch ein bisschen was anderes machen hier auf der Karte. Müssen wir mal schauen. Und dann ab 22 Uhr in der Runde Uno. Die werden wir dann natürlich auch zocken. Das heißt, jede Menge Spiele. Und Uno ist dann ja, ab 22 Uhr, na, in dem, so frei nach dem Motto, schlag den Homer, jetzt nicht körperlich, sondern letztendlich ja, einfach eine Runde gemeinsam, die das Kartenspiel Uno haben. Ja, werden wir eine Runde zocken.
Ne? Und da werden wir, hoffe ich mal, sehr viel Spaß haben. So, das haben wir fertig. Das heißt, das haben wir soweit versorgt. Jetzt brauchen wir noch ein Wasserfass. Bedeutet, wir müssen ja die Schweine auch noch mit Wasser versorgen. Da müssen wir noch einen Strohballen reinpacken. Ja, und dann sind die eigentlich schon versorgt. Ne? Das geht ratzfatz hier. So, müssen wir das Gatter gleich aufmachen. Ich besorge mal kurz hier... Wo habe ich denn den Wassertank? Ach, guck mal, da ist der große Wassertank. Ist ja schon voll. Müssen wir mal kurz gucken. So, das heißt, heute ist mal wieder ein bisschen Hoftag angesagt. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall mal ein bisschen was machen. Und der Helfer wird dann, ja, also CP wird dann den Auftrag soweit erledigen, das dann alles abfahren. Und dann gucken wir mal, wenn wir damit fertig sind. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir da rankommen. Wir müssen natürlich das Gatter gleich noch aufmachen, dass wir da auch noch Wasser abliefern können. Das mache ich mal eben kurz. So, und um 15 Uhr gibt es natürlich auch wieder noch eine Folge hier heute, weil heute ist wieder Hof Bergmann Samstag. Ne? Nicht Freitag, nicht Sonntag, nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, sondern nur samstags bekommt ihr immer zwei Folgen. Das hattet ihr euch auch schon mal gewünscht in einer vorherigen Abstimmung. Mal gucken, dass ich das Fass hier irgendwie... Es ist unmöglich hier an den Schweinen vorbei, ne? Das geht leider nicht, Leute. Das kriege ich leider nicht realistisch hin. Und jetzt werden wir das Wasser hier mal auffüllen. Da werden wir auch nichts weiter brauchen. Und wenn wir das Wasserfass einmal dran haben, oh, guck mal, da brauchen wir ein bisschen was, können wir natürlich auch bei den Schafen nochmal vorbeifahren. Im Kuhstall können wir auch nochmal Wasser nachfüllen. Und ja, vielleicht auf den Weiden nochmal. Das heißt, heute ist volle Verpflegungsstufe hier für all unsere schönen Tiere, die wir haben. Und ja, ausmisten, denke ich mal, können wir gleich auch noch machen. Dann wird gleich noch ein bisschen Stroh reingepackt hier. Also wir machen mal hier die Rundumleuchte an. Wir fahren jetzt einmal hoch zum Kuhstall. Da müssen wir auch noch ein bisschen Wasser wieder einfüllen mit unserem schönen, schicken Universaltank hier. Das Gras könnten wir auch mal wieder mähen. Da müssen wir auch mal gucken, was wir dann damit dann demnächst machen. Und den Hofladen einräumen. Wir haben echt auf jeden Fall sehr, sehr viel zu tun. So. Aber hier ist ein bisschen mehr Platz. Guck mal. Guck mal, da ist schon wieder Milch. Wir müssen auch noch ein bisschen Milch in den Hofladen packen. So, wir machen kurz hier den Zaun auf, damit wir hier rein können. So. Ach, guck mal, da sind die gerade nicht am Trinken. Das ist schon mal gut. Da können wir dann nicht schön ranfahren. Und können hier das Wasser dann auch abliefern. So. So, Wasser wird hier reingeliefert. Wir fahren mal richtig drunter, damit man es auch richtig sieht. Auch nochmal ein Screen. Sieht ganz cool aus. Mit dem fetten Universaltank. Aber die brauchen schon ein bisschen mehr zu suppeln. Man sieht es. Aber gut, ne? Ist auch warm heute. Heute wird es auch wieder warm. Beziehungsweise am Samstag wird es wieder richtig heiß. Die letzten Tage war ja ein bisschen kühler. Zum Glück konnte man wirklich mal wieder ein bisschen durchlüften. Und ja, war da ein bisschen entspannter. Ne? Ich hoffe bei euch auch vom Wetter her. Aber jetzt am Wochenende soll es nochmal heiß werden. Ich glaube bis Mitte nächster Woche. Und dann wird es mal wieder ein bisschen entspannter. Wobei nächste Woche, glaube ich, bis Mittwoch im Südwesten auch wieder, ja, bis fast an die 40 Grad Marke es rangehen soll, ne? Also es ist echt sehr, sehr heftig mit dem Wetter. So, der Warnblinker aus. Und, ich weiß auch nicht, wo das Ganze noch hinführt. Und, was ich noch am Plan bin, ist noch ein weiteres LS-Projekt, was in naher Zukunft auch noch kommen wird. Wann es kommen wird, was es sein wird, wie es sein wird, was wir da machen werden, welche Karte es ist, mit welchen Traktoren wir fahren. Das dann alles zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Das ist alles noch in der Planung. Ne? Es kann sein, dass es nächste Woche schon kommt. Es kann auch sein, dass es erst in einem Monat kommt. Bitte geduldet euch da. Da wird auf jeden Fall Stand, ja, gestern Abend, Freitag, auf jeden Fall noch ein weiteres Projekt kommen, worauf ich mich auch schon sehr freue. Ach, da brauchen wir gar nicht reinfahren. Stimmt, das war ja, wir mussten ja nur hier von außen können wir da ran. So, warte mal, wir fahren mal nochmal so einen kleinen Bogen. Und
können wir nämlich hier direkt abliefern. Stimmt, bei dem Gatter brauchten wir ja nicht. Ah, guck mal, da haben wir schon den Punkt. So, einmal abliefern. Ich glaube, da können wir auch gleich wieder einmal voll machen. Ja, geht mal genau auf die Straße. Machen wir mal Warnblinker an. So, können wir da ausmachen. Fahren wir noch einmal zu den Schafen. Die versorgen wir auch nochmal. Und dann haben wir erstmal wieder soweit alles versorgt. Ja, und wenn ihr auch in Zukunft ja, mit Freunden, Bekannten, keine Ahnung, auch mal hier eine Runde im Multiplayer zocken wollt, ist es so, ich habe euch unten in der Videobeschreibung einen Link reingepackt. Und zwar könnt ihr günstig im Server mieten, und zwar ja, über einen Partner G-Portal. Da spart ihr, wenn ihr das über meinen Link macht, 5%. Ne? Das heißt, ihr spart da auch noch was. Das heißt, egal ob ihr jetzt den LS-Server haben wollt oder ARK oder was gibt's noch alles, Forest, Stationeers oder ganz, ganz viele andere tolle Spiele, könnt ihr sparen, ne? Dann könnt ihr einen Game-Server mieten und und bei der Anmietung dann dementsprechend 5% sparen. Ne? Ist auch ein neues Angebot, was ich euch jetzt hier auch zur Verfügung stelle. Nutzt das ruhig, ne? Gebt mir da auch bitte Feedback. Und darüber würde ich mich auch freuen, wenn ihr dann dort auch, ja, auch mal euren eigenen dementsprechenden Server, ja, auch mal euch gönnen könnt, ne? Ist ja, denke ich mal, auch was Cooles. Und, ja, ne? Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, im Discord könnt ihr ja fragen oder eben halt, schreibt mich direkt an. Und, ja, so, das haben wir auch. Ansonsten mache ich das Ding, glaube ich, nochmal voll, denn wir müssen noch zum Kuhstall. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Wasser. So, das haben wir auch. Ihr seht schon, die Zeit, die fliegt hier, ne? Das ist nichts hier, ne? Die paar Minuten, die man immer hat. Ne? Schon wieder 16 Minuten auf der Uhr hier. Und ganz, ganz viele Informationen heute für euch. So. Aber ist natürlich auch wichtig, ne? Wenn sich irgendwas ändert, wenn was Besonderes ansteht, dass man dann nochmal darauf hinweist. Nämlich ansonsten geht das vielleicht verloren, ne? Ah, jetzt macht er voll. So. Kurz einen Schluck trinken hier. Wir können mal kurz zu dem Drescher springen, ob das hier alles so funktioniert. Ah, komm, jetzt wird er gleich abgefahren. Oder auch nicht. Fährt er jetzt da ran, oder? Ne, noch ist er nicht voll. Was macht der denn da? So, fährt denn der nicht ab? Oder fährt er jetzt erstmal ein Stück zurück? Mal gucken, warum das jetzt hier nicht klappt. Hm. Ich glaube, das mit dem Rohr klappt nicht, ne? Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Woran das jetzt hier scheitert. Und zwar an dem Seitenabstand, ne? Den kann man ja, glaube ich, irgendwie hier einstellen. Kann man den einstellen? 8,6. Das muss höher sein, ne? Ja, guck mal, es hat schon fast geklappt. Ich glaube, das müssen wir nochmal ein Stückchen höher stellen. Machen wir mal 11. 11,6. Ich glaube, das müsste dann gleich passen. So, gucken wir uns das nochmal an. Gibt noch ein paar Herausforderungen hier. Ihr seht's. Ja, jetzt gleich sollte das dann passen. So, wir warten nochmal kurz ab. Beziehungsweise lassen die einfach mal machen. Das wird schon klappen. So, fahr mal in den Stall rein. Ansonsten werde ich dann nochmal ein bisschen rumtüffeln, nur zwischen den Folgen. Ne? Das ist ja jetzt was, was ja in der Regel automatisch laufen soll. Aber ihr seht's, so manchmal hat man noch die ein oder andere Herausforderung hier. So, das heißt, da oben gibt's jetzt auch nochmal Wasser rein. Nicht so weit. So. Jetzt
wird er da noch mal, auch noch mal ein bisschen Wasser ablegen. Wir springen noch mal rüber, ob das jetzt funktioniert hier. Er fährt immer noch hin und her. Das kann wohl nicht wahr sein. Jetzt... Mach... Da muss ich noch mal gucken hier. Warte mal. Ich tanke jetzt mal kurz manuell ab. Weil das belastet mich gerade jetzt hier. So, einmal manuell abtanken hier. Jetzt habe ich den Kurs rausgenommen. Ich hoffe, ihr habt den gespeichert. Ja, hat er. Sehr gut. So. Tanken wir den einmal ab und dann schicken wir den gleich wieder los. Und dann können wir mal weiterschauen. So, der ist gleich leer. Vielleicht beim nächsten Mal, dass er vielleicht beim nächsten Mal ranfährt, weil der Abstand sollte jetzt reichen. Komm, jetzt fährt er wieder weg. Sehr gut. Und mach Platz. Oder auch nicht, Kappa. Ach. Weißt du was? Komm. Kollege. Fahr mal woanders hin. Ey, manchmal denke ich mir auch, ne? So. Der wartet jetzt hier. So. Okay, die sind auch versorgt. Das heißt, jetzt müssen wir alle Tiere mit genug Wasser versorgt haben. Wir gucken mal. Schafe sind versorgt. Kuhweiden sind versorgt. Das passt alles. Da muss noch Stroh rein. Ach, hier die Hühners. Die müssen wir auch noch versorgen. Da wollen wir auch nochmal hin. So. Jede Menge auf zu tun hier. Und dann werden wir gleich mit dem kleinen... Gator auch wieder zum Hofladen fahren. Da müssen wir nämlich auch voll räumen. Guck mal oben auf die Uhr. Wir haben nämlich 15.55 Uhr. Und, ja, wie gesagt, zu tun. Mal kurz das Gatter zu hier. So. Hup. Das haben wir auch. Fliegt gerade hier so ein komischer Schneider rum. Mist. So. Ja, die Hühner, die, ja. Die laufen immer noch so wirsch. Ich weiß, das kann man lieber mit dem kleinen Fass machen, aber ich hab's jetzt gerade mal parat und deswegen fahre ich da mal mit dem großen rein hier. Mach mal ein paar Hühner platt. Ist das der Tierschutz noch anruft oder so? Ach, guck mal. So, die füllen wir auch nochmal auf. So, das heißt, die haben wir auch versorgt. Sehr gut. Wasser haben wir jetzt bei allen. Ich park das jetzt erstmal hier. Sieht ein bisschen wüst aus. Da werden wir dann... Oder werde ich zwischen den Folgen nochmal ein bisschen aufräumen. So, jetzt brauchen wir einmal hier den Ballenspieß. Den brauchen wir nämlich, um Stroh noch reinzukippen. Oder einzustreuen, nennt man das, glaube ich. So. Das heißt, wir fahren jetzt mal ran hier an unsere Strohballen. Da haben wir auf jeden Fall noch genug von. Heuballen haben wir auch noch. Also wir haben jede Menge Stuff noch hier. Ich will mal kurz die... Dinger wieder lösen. Wir fahren den mal ein Stück vor hier. Den habe ich mittlerweile umgebaut. Hatte ich ja beim letzten Mal ein bisschen was hin und her gefahren. Deswegen hat er jetzt ein anderes Teil. Guck mal kurz hier. Guck mal kurz hier. Lagermodus anschalten. Ach, jetzt sortiert er wieder, ne? Oh, der war schon aus. Na lol. Lol. Super. So. Lagermodus ausschalten. Ballen auslagern. Z war das. Genau. So, jetzt haben wir sie lose. Das heißt, jetzt können wir hier wieder Ballen von entnehmen und können das dann eben bei den Schweinen reinpacken. So. Dann streuen wir jetzt gleich mal ein. Da können wir mal hier so ein bisschen. So. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Fahren wir da mal rein. Kurz ein bisschen runter hier. Oh ja. Ja, moin. So. Die können wir, glaube ich, hier einfach hier so reinpacken, ne? War doch so. Ja, guck mal, haben wir jetzt genug Stroh hier drin? Wir gucken mal. Strom vor allem. Ja, Stroh reicht. Ist zwar noch ein bisschen... Da möchte ich jetzt keinen ganzen Ballen reinpacken. So, das heißt, die Schweine sind versorgt. Bei den Kühen, da können wir auch nochmal Strohballen reinkippen.
Das machen wir jetzt auch nochmal fix. Wenn wir schon einmal dabei sind, dann fahren wir mal hier so raus. Ein Stück zurück. Damit wir hier auch rauskommen. So. Super, da holen wir uns noch einen Ballen. Und dann haben wir fast alle Tiere versorgt hier, ne? Ich weiß nicht, ob wir da bei den Schafen da auch nochmal vorbeifahren. Ich nehme einfach... Nehme ich jetzt mal zwei mit bei den Kühen. Wie viel war denn da? Mal hier. Ah, komm, da brauchen wir auch nochmal Stroh. Kühe. Ja, komm, wir nehmen mal lieber zwei mit. Man weiß ja nie. Ich hoffe, das passt jetzt auch ohne Gewicht. Müsste aber eigentlich, wenn man ein bisschen vorsichtig fährt, ne? So, in der Hoffnung, dass der Ball jetzt hier nicht runterfällt. Es wird jetzt wieder ein Balanceakt. So. Nein! Oh mein Gott. Das da heile hochkriegen? Verdammt. So, Leute, jetzt gehen wetten. Ne, schreibt auch unter die Kommentare, ob ich es geschafft habe. Ja, natürlich können wir es nicht überprüfen, ob ihr wirklich in dem Moment geschrieben habt, aber jetzt könnt ihr schreiben. Jetzt nicht mehr. So. So. Oh, 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 oh. Ja, mittlerweile ist er schon ein bisschen erfahrener hier und weiß schon, wie er das angeht. So, wir streuen das natürlich jetzt hier ein, weil da haben wir nämlich noch eine separate Einfahrt. So, jetzt machen wir es mal hier einmal auf. So, machen wir Platz, ihr Kühe. Und dann streuen wir das jetzt hier ein. Wir können hier, glaube ich, ranfahren. Und dann nimmt er das schon automatisch, habt ihr gesehen, den oberen, den unteren einfach hier platzieren. Und da sollte der Kuhstall soweit jetzt auch versorgt sein. Das passt auch wieder. Super, das sieht überall gut aus. Ein bisschen Futter vielleicht noch bei den Gänsen und bei den Hühnern. Bei den Enten und bei den Hühnern, so rum war es. Ansonsten sind die alle gut versorgt. Jetzt müssen wir noch mal vielleicht zwei Ladungen noch mal zu hier, nicht, dass die uns weglaufen. Zwei Ballen vielleicht noch mal bei den Schafen hinpacken. Und dann haben wir es. Wir gucken gleich noch mal kurz hier, was CP da fabriziert. Warum das nicht klappt, zur Not tanke ich halt manuell ab. Das ist jetzt auch nicht so wild. So. Aber ich glaube, da kam schon wieder dieses... Ach, naja. Ich gucke gleich mal. So, jetzt fahren wir noch mal zum Schafstall. Da können wir das nämlich auch noch mal eben machen. Dann machen wir nämlich auch noch mal mit zwei Ballen hier. In der Hoffnung, dass das genauso gut funktioniert wie gerade eben auch. So, das sieht gut aus. Wir machen mal ein bisschen. Das war eine gute Taktik. Ich habe es aber diesmal nicht genau mittig gemacht. Oha. Ich glaube, CP hat wieder genau das gleiche Problem wie gerade auch. Aber das soll jetzt nicht euer Problem sein. Da kümmere ich mich gleich drum. Vielleicht finde ich da eine Lösung. Vielleicht auch nicht. Müssen wir mal gucken. So, jetzt wird es interessant. Balancieren. Punkt 2.0. Kommt kein Auto jetzt? Nee. Sehr gut. So, jetzt haben wir mal fix hier die Straße hoch. Oh, 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 oh. So, man sieht nichts. Ich hoffe, da kommt jetzt echt kein Auto. Nee. Sieht gut aus. So. Und Wolle haben wir auch schon einiges. So. Fahren wir hier vorbei. Das Stroh können wir hier auch direkt so reinwerfen einfach. Wir könnten natürlich auch hier ranfahren, aber ich glaube, das können wir hier über die... Guck mal, das ist unser Hund. Unser Schäferhund. Also ich glaube, das können wir hier einfach hier so rüber. Ja, genau. So über die Balustrade werfen. Ja. Läuft. So. Da haben wir... Oh, guck mal. Oh, wir haben Wolle. Wir könnten auch schon wieder Wolle verkaufen. Wobei, das lohnt sich, glaube ich, noch nicht. So, das haben wir dann auch. Da können wir mal hier ranfahren. Kommen wir da ran? Jo. Können wir das nämlich hier so abtragen. Zack. So. Jetzt sind die Schafe auch versorgt. Die brauchen vielleicht noch ein bisschen Gras und Heu. Komm,
machen wir jetzt eben auch nochmal kurz. Dann haben wir es richtig. Achtung. Ich glaube, da fährt man so dann, ne? Damit man keinen verletzt. So. Fahren wir jetzt mal zurück. Weil Gras habe ich noch in dem großen Fendt mit dabei. Da will ich aber eher ein Glas. Ach komm, hätte ich eigentlich auch den Glas nehmen können. Naja, komm. Den stellen wir mal hier hin. Machen wir kurz aus. Laufen wir mal kurz fix zum Glas rüber. Und so, starten wir den Motor. Dann holen wir uns mal hier den großen Ladewagen. So. Zack. Und mit dem fahren wir jetzt noch einmal und liefern ein bisschen Futter ab. So, haben die Schafe auch versorgt. Ja, dann haben wir alles fertig. Bis auf die Hühner. Das mache ich dann gleich eben noch kurz im Offscreen. Und dann haben wir heute hier so einen großen Hoftag gemacht mit, Tiere füttern und so weiter. Was natürlich auch zwingend erforderlich ist. Wir müssen auf jeden Fall dieses Feld wieder bestellen. Ne? Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall wieder was aussehen. Und was wir da aussehen, da müssen wir noch ein paar Gedanken machen. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine neue Saatmaschine. Wir müssen den Auftrag nur abschließen. Und müssen noch den Hofladen einräumen, ne? Ihr seht schon, noch, gute 3 Stunden. Und dann ist schon wieder Ende im Gelände hier mit dem Tag. So, das heißt, die sind auch super versorgt. Brauchen die Kühe auch noch ein bisschen Gras? Ne, brauchen sie nicht. Ach, das war die Kuhweide, Kuhstall? Ne, da sind wir versorgt, Leute. So, ich fahre jetzt hier zurück. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Erste, denn um 15 Uhr heute gibt es ja schon wieder die zweite Folge. Und ab 17 Uhr natürlich, das 2000 Abonnenten-Special, aber wir sind schon fast bei 2100. Aber ich lasse es einfach so, wie es jetzt heißt. Und da freue ich mich auch wieder, wenn ihr mit dabei seid. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Und ja, sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.